Hallo, mein Name ist Sven Elverfeld vom Restaurant Aqua hier im Ritz-Carlton in Wolfsburg in der Autostadt. Ich glaube, Fichte, das Produkt Fichtensprossen, hat uns inspiriert, dieses Jahr ein sehr schönes Dessert zu machen in Verbindung mit Schokolade, mit Tonic und mit Champignons. Aus den Champignons haben wir einen kleinen Kuchen gemacht, den wir nachher auch tränken mit einer Malz-Champignon-Essenz, um die Saftigkeit wiederzugeben. Wir haben roh aufgeschnittene Champignons, wir haben aus getrockneten, gerösteten Champignons haben wir ein Pulver gemacht, haben aus den Fichtensprossen, die wir in großen Mengen im Frühjahr gekauft haben, ein Sorbet gemacht, wir haben eine Creme gemacht. Dann kam die witzige Idee, eben einen Zapfen, aus Zapfen eine Form zu machen. In diese Form haben wir mit Schokolade, mit Arguani-Schokolade ausgestrichen, ausgepinselt, haben sie vorsichtig herausgedrückt und haben dann diese Fichtensprossen-Creme darin hereingegeben. Haben das Ganze eben auch auf dem Teller so arrangiert, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, wir sind im Wald, wir haben einen Ast vor uns, an dem die zwei Zapfen, die gefüllt sind mit Fichtensprossen. Wir haben etwas Sauerampfer, der das Grüne wieder auf den Teller gibt, die Champignons, der das Waldaroma noch ein bisschen hervorhebt. Und ich glaube, dieses Gericht muss man einfach probieren, man muss es einfach spüren, man muss es essen, man muss es genießen, um diese einzelnen Kontrapunkte, aber auch die gewisse Harmonie, die dieses Gericht wiedergibt, einfach zu schmecken. Das Dessert, also wenn ich über das Dessert Dolomiti, war eine witzige Idee, und mit Henning macht es sehr viel Spaß, zusammenzuarbeiten und uns wie ein Ping-Pong-Spiel auszutauschen. Und ich habe eine Pressemitteilung im Frühjahr gelesen, wo es hieß, Dolomiti-Eis kommt wieder auf den Markt, und das ist eine Zeit von meiner Kindheit. Man kannte damals die Aromen Zitrone, Himbeer und Waldmeister, und es war früher, es kam die Waldmeisterzeit, und wir haben gesagt, Henning, wir müssen was machen, und ich habe eine witzige Idee damit, wir müssen unbedingt die Aromen auskosten und lass uns das Gericht für uns so gestalten, dass man Dolomiti erkennen kann, aber dass es trotzdem eine eigenständige Geschichte als unser Dessert hat. Wir haben angefangen, was ganz klar war, die Basis ist ein Sorbet aus Himbeere, Zitrone und Waldmeister. Wir haben viel Waldmeister, haben ihn gefroren. Dadurch sprechen die Poren, das Aroma kommt stärker zur Geltung. Es ist einfach von der Aromatik sensationell. Wir haben einen Waldmeister-Sud gemacht, der am Tisch angegossen wird. Henning hat die Idee gehabt, dass wir eben noch Sonnenblumenkerne verarbeiten. Wir haben einen kleinen Kuchen gemacht mit Sonnenblumen, einen kleinen Sponge. Wir haben geröstete Sonnenblumenkerne. Mehr braucht das Gericht nicht. Es ist einfach von den Aromaten so konzentriert, so kräftig, und es macht einfach Spaß. Es ist einfach ein super witziges Dessert in Anlehnung an die Leute, die in den 80ern dieses Eis gegessen haben.